So, guten Morgen zum heutigen Vlog. Jo, heute ist Abreisetag. Ich gehe jetzt fahre dann nachher nach Koh Samui mit dem Zug und dann mit dem Bus und der Fähre dann. Ja, mal schauen, wie es läuft. Jetzt hat es leider die ganze Zeit geregnet. Ist immer noch leicht bewölkt, aber heute ist, glaube ich, der beste Tag. Ja, konnte halt nicht so viel machen, nicht so viel filmen. Ist halt so. Jetzt habe ich gestern noch ein bisschen an meinem Kanal gearbeitet. Ich habe noch ein bisschen einmal ein Intro gemacht und noch so ein Endcard nennt sie das am Schluss halt. Das werdet ihr dann wahrscheinlich dann noch sehen. Ja. Und ja, der Vlog heute wird nicht so spannend sein, denke ich. Halt nochmal wieder ein Reisevlog, aber ich versuche jetzt mal anders anzugehen. Und zwar werde ich mal ein bisschen Story, eine Geschichte einbauen. Mal schauen, wie mir das gelingt. Ja, bis dann. So, okay, der Zug hat leider ein bisschen verspätet, eine halbe Stunde. Da kann ich noch ein bisschen mit euch reden, ein bisschen mit euch schwätzen. Jo, wie ich gesagt habe, ich möchte in die Videos noch ein bisschen Story einbauen. Und zwar ist es so, dass ich möchte halt so den Vlog halt möglichst spannend gestalten, so dass man halt gefesselt wird von dem Inhalt, von dem Vlog. Nicht nur durch die Bilder, die man halt so zeigt, durch die tollen Cinematics, wie man es nennt, sondern halt auch durch die Geschichte, durch irgendeine Story. Das ist halt wie bei so einem Deutschaufsatz oder so. Man braucht halt einmal Einleitung natürlich, Hauptteil, wo man irgendwie das Problem oder die Geschichte so erzählt oder das Thema erzählt. Und dann hat man natürlich einen Schluss, wo man dann einen Schlusssatz zieht, wo man dann irgendwie das Problem löst oder so. Ja, das möchte ich ein bisschen einbauen. Möchte ich heute mal ein bisschen versuchen. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was so meine Story sein könnte. Da habe ich mir gedacht, so, na, eigentlich, dann mache ich doch die Story zu Story. Und zwar mache ich es halt einmal, erzähle ich halt ein bisschen, was Story ist und wie man das halt so einbaut. Das ist halt meine Story heute. Jo. Ja, und ja, es funktioniert halt so, dass man halt ein bisschen gefesselt wird von dem Vlog, dass man halt immer wieder die Neuen schauen möchte. Und ein bisschen eine Spannung reinbringt, ein bisschen eine Spannungskurve reinbringt in den Vlog. Das machen eigentlich viele YouTuber und Vlogger. Der, wo es eigentlich erfunden war, ist Casey Neistat. Der macht es eigentlich bei jedem Video ganz extrem. Und er erzählt halt so ein bisschen über irgendwelche Lektionen oder Lebensweisheiten oder so. Das sind eigentlich so seine Themen oder irgendwelche Ereignisse, die gerade passieren oder irgendwas, was gerade an dem Tag passiert ist oder so. Ja. Und ja, das möchte ich da auch ein bisschen einbauen. Weil ich habe jetzt halt auch viel Erfahrung gesammelt durch YouTube schauen, durch andere Leute. Ein bisschen geguckt, was die so machen und was ich da gut finde und was ich da schlecht finde. Zum Beispiel weil ein zweiter großer YouTuber ist Felix von der Laden, der macht gar keine Story rein, sondern der macht halt nur so ein bisschen Cinematik und tolle Bilder und das finde ich halt einfach nur langweilig zum Gucken. Das tut mir dann auch nicht irgendwie mitreißen oder ist einfach nur langweilig dann. Und ich möchte halt ein bisschen einbauen und ja, mal schauen, wie mir das gelingt. Ich versuche es jetzt mal. Okay, ich bin jetzt hier im Zug. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, es ist ziemlich laut hier. Ich wollte auch noch ein bisschen mit der Story weiterzählen. Und zwar ist halt auch ziemlich wichtig, dass man ein gutes Thumbnail macht. Also das Thumbnail ist halt
quasi das Titelbild, was ihr immer sieht am Anfang, wenn ihr das Video anklickt, dass das halt ins Auge sticht und wenn man halt so durchblättert oder auch neue Leute auf den Kanal kommen, um zu durchblättern, dass ihr halt sofort das ins Auge sticht und so, denke ich so, da muss ich draufklicken, muss ich anschauen. Das ist halt auch noch ganz wichtig. Das zweite Wichtige ist dann halt noch der Titel, dass der Titel halt ansprechend ist und halt auch mit dem Thema ungefähr, mit dem der Story ungefähr so übereinstimmt, dass halt auch die Erwartungen gerecht werden, die man halt im Titel hat. Ja, das ist halt auch noch ganz wichtig. Aber viele kannst du halt auch übertreiben, wenn halt irgendwie schreiben, oh mein Gott, ich wäre fast gestorben oder so, und dann ist halt eigentlich gar nichts passiert. Halt komplett übertreiben oder halt dann auch mit irgendwelchen Kreisen oder Pfeilen oder so im Titel oder so, wo halt irgendwie so ins Auge stechen. Halt auch ein Begriff, das nennt man dann Clickbaiten. Das ist halt so ein Fachbegriff davon. Man lernt echt viele Fachbegriffe so. Und echt viel zu lernen noch so. Ja, man wird es halt peu à peu alles anwenden und immer weiter dazulernen. Und ja, aber ich denke, da habe ich auch echt Spaß dran dann, weil ich möchte halt auch ein bisschen von mir erzählen. Weil es halt einfach besser oder interessanter, wenn man die Person interessant findet, als jetzt die Bilder oder das Erlebnis, was derjenige macht. Und zwar, eigentlich mag man die Person auf dem Kanal und nicht jetzt halt nur wegen den Bildern. Und deshalb würde ich halt ein bisschen mehr von mir erzählen und ein bisschen mehr, ja, jetzt halt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Themen ansprechen oder Zeug, ja. Das, denke ich, macht mir ziemlich viel Spaß und halt, weil man muss halt auch sich halt immer überlegen, was hat der dann für Nutzen, der es anschaut. Lernt der irgendwas aus dem Vlog oder sieht er nur irgendwelche Bilder oder irgendwas Interessantes? Ja, deswegen möchte ich halt ein bisschen noch was an euch rausgeben, was teilen. Ja, das macht mir, denke ich, auch noch viel mehr Spaß, als nur Bilder zu zeigen. Jo. Okay, angekommen. Der Zug hat leider 2,5 Stunden Verspätung. Das Problem ist jetzt, dass es jetzt schon, glaube ich, zu spät ist für einen Bus, der mich dann zum Hafen bringt. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich jetzt zum Hafen komme. Entweder fahre ich jetzt mit dem Taxi zur Busstation und gucke, ob ich da noch einen Bus kriege. Oder ich muss mit dem Taxi fahren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall jetzt echt doof. Mal schauen, wie ich es mache. Guck, ob ich da noch einen Bus krieg oder ich muss mit dem Taxi fahren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall jetzt echt doof. Mal schauen, wie ich es mache. Okay, hat sich herausgestellt, ich muss mit dem Taxi fahren zum Hafen und dann die letzte Fähre nehmen. Ich hoffe, das wird wahrscheinlich recht teuer. Das wäre übrigens auch eine gute Story jetzt. Das könnte man auch gut als Story nehmen und ein gutes Thumbnail machen und einen guten Titel. Einfach den Vlog ein bisschen spannender, wenn man jetzt halt draufklickt und dann sieht so fast die Fähre verpasst oder weiß ich was oder wirklich Fähre verpasst oder so. Das gibt halt einfach noch so ein bisschen so, dass man sofort draufklickt, oh, was da passiert, ich muss sofort das Video anschauen. Ja, das wäre auch eine gute Story. Okay, ich fahre jetzt hier so windig Tuk-Tuk so eine Stunde zum Video. Mal schauen, ob ich habe auch schon mal, ich habe mal nicht gezahlt, extra. Fähre-Ticket included, was ich nicht glaube. Ich habe jetzt extra mal nicht gezahlt. Ich habe gesagt, dass ich halt nicht genug Geld habe. Okay, Leute, an der Fähre angekommen. War ganz schön krass. Ich bin mit so einem kleinen Tuk-Tuk jetzt hier hingefahren. Eine Stunde hier hingefahren. Und war halt so ein windiges Tuk-Tuk. Hatte schon Schiss, dass der mich irgendwie verarscht oder so. Hat dann gesagt, ja, ich habe kein Geld, ich zahle dann, wenn ich ankomme. Hat funktioniert. Jetzt habe ich dann gezahlt. Ich hätte jetzt eigentlich, hello, Koh Samui.
Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Qualität verbessert. Und zwar habe ich jetzt halt einmal Renderqualität noch mal ein bisschen angepasst, dass halt auch wirklich die 1080p oder 4K, die ich halt aufnehme mit der Kamera, halt auch auf YouTube ausgestrahlt werden. Weil YouTube kontrolliert es halt immer ein bisschen, reduziert es halt immer ein bisschen. Und jetzt habe ich halt auch einen neuen Titel, beziehungsweise halt so ein neues Intro, ein neues Titel-Intro gemacht für den Regentagen. Habe ich halt ein bisschen rumprobiert, dann After Effects und jetzt. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch die Qualität verbessert. Ich habe jetzt auch die Renderqualität noch ein bisschen angepasst, ein bisschen rumgeschraubt daran, dass halt bessere Qualität rauskommt bei den Videos und auch wirklich die 1080p dann oder die 4K, den ich halt aufnehme, auch ankommt bei YouTube. Außerdem habe ich halt noch eine neue Endcard, also halt am Schluss, wenn ihr dann noch so Vorschläge bekommt, seht ihr dann wahrscheinlich noch, habe ich beim letzten Video schon gemacht. Habe ich erstellt und noch so ein Intro, also halt den Titel, wo halt Südostasien-Vlog steht am Anfang, habe ich auch noch gemacht. Ja, ich hoffe, die gefallen euch dann. Bitte mal eure Meinung sagen in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Ja, außerdem habe ich seit gestern schon versucht, mit dem Frühstück so ein bisschen eine Story reinzubringen, mit Frühstücksprobleme und mit der Wanderung die Probleme. Ja, versuche so ein bisschen peu à peu über die Qualität zu verbessern. Also gut, im Hostel angekommen. Ich bin jetzt noch mit dem Taxi, oder beziehungsweise das Hostel hat mich abgeholt. Ich würde mal sagen, wie ihr jetzt die neuen Sachen findet, wie zum Beispiel jetzt also den Titel und die Endcard oder so. Ich habe das meiste habe ich eigentlich von YouTube gelernt, halt so Tutorials angeschaut und so weiter. Lernt echt viel von YouTube. Halt auch durch andere Vlogger dann zu lernen, was halt nicht so passt und was halt man ändern könnte. Jo, sagt mal eure Meinung, wie ihr es so findet. Und ob auch wirklich diese Story jetzt hier gewirkt hat, ob die das Video ein bisschen interessanter gemacht hat, ein bisschen spannender gemacht hat, ob so die Spannungskurve rübergekommen ist. Ich muss natürlich noch ein bisschen daran arbeiten, das ist klar, aber alles peu à peu. Ja, so macht man dann ein Video mit Story. Jo, dann sehen wir uns morgen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, sagt mal die Meinung, ob ihr es findet mit den neuen Sachen. Und dann bis morgen. Ciao. Okay, ich sitze gerade am Schnitt. Ich glaube, das Video war sehr gesprächslastig. Ziemlich viel Gelaber. Ich glaube, ich habe eher gelangweilt als irgendeine Spannungskurve aufgebaut. Naja, wird mich bessern. Habt ihr gemerkt, dass ich das Video komplett zusammengeschnippelt habe? Ich habe nämlich am Anfang bis zur Fähre habe ich alles gelöscht. Alle Sequenzen musste alles nachdrehen. Deswegen ist es ein bisschen chaotisch, ein bisschen, naja, eher so ein Flickenteppich geworden als irgendein guter Vlog. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann bis zum nächsten Video. Hoffe, es ist besser. Ciao.